Wir haben ein Raumschiff. Wir haben einen Captain, nicht irgendeinen. Das ist Captain Starlight. Und wir haben einen Commander, Frank Zander. Und das ist der 8. Platz, Captain Starlight. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Explosion in der Reaktorkammer. Ausfall der Transmitter 4 und 5. Evakuierung der Mannschaft von Sektor D nach Deck A. Hallo Jungs, hier spricht euer Computer BX-Wert 309, genannt der wahllose Rudi. Übernehme jetzt Koordination der Rettungsmaßnahmen. Hallo Heimatbasis, wir haben euch verloren. Unser Hauptcomputer fliegt uns um die Ohren. Feuer ist an Bord und wir fliegen immer weiter fort. Nur keine Panik, euer Rudi wird das Kind schon schaukeln. In den Selektoren schmoren die Transistoren. Ohne eure Hilfe sind wir hier verloren. Holt uns schnell hier raus, bringt uns auf den Kurs zurück nach Hause. Nur Mut, nur Mut, ihr könnt mir vertrauen. Nach meinen letzten Berechnungen sind wir genau in 578 Jahren und 3 Tagen wieder zu Hause. Na? Hey, Captain Starlight! Wo geht es hin? Tja, berechtigte Frage. Wir rasen mit dem gottverfluchten Schiffswrack durch die blauen Galaxien. Na, na, nur nicht übertreiben. Hey, Captain Starlight, was sollen wir tun? Am besten gar nichts. Wir sind doch viel zu jung, um jetzt schon auf dem Kosmosfriedhof auszuruhen. Lebenserhaltungssysteme negativ. Die Mannschaft will nach Hause. Himmel, Herrgott, was sollen wir denn noch tun? Mann. Mit eurer ewigen Flucherei kommen wir auch nicht weiter. Gut, verhaltet euch ruhig, ja, und überlasst alles andere mir. Ja. Denn nicht umsonst bin ich einer der teuersten und fähigsten Computer. Nach meinen absolut zuverlässigen Berechnungen beträgt eure derzeitige Rettungschance genau. Probille, ich hab was abgekriegt. Keine Funkverbindung, keine Instruktionen, jeder neue Countdown ohne Reaktionen. Was wird nun geschehen? Werden wir den Mann am Mond je wiedersehen? Seit wann interessieren wir euch denn, Männer? Unser Notreaktor fetzt in 1000 Stücke, nur ein Trümmerhaufen. Das wird langsam zum Trümmerhaufen da oben. Dieser Captain Starlight, gelungen von Frank Zander.